Bam, bam. Bam, 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 bam. Da habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht den Pegel vom Mikrofon in der PlayStation hochdrehe. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwas bringt. Dass ich generell alles leiser mache, aber das Headset quasi lauter. Weil dann ist ja die Sprachausgabe auch lauter automatisch, oder? Ja, die Sprachausgabe müsstest du lauter machen bei deinem. Ja. Weil so, der Sound ist okay, aber die Sprachausgabe ist jetzt übersteuert. Du musst rechnen, dass du dann für alle lauter bist. Okay. Für alle, die dich dann quasi in der Party hören. Das heißt, die müssten mich dann quasi wieder leiser machen. Müssen dich dann leiser machen, ja. Und das soll kein Problem sein. Hm. Nein, nicht. Übrigens habe ich gelesen, dieses Wrestling AEW hat ein Multiplayer Tag Team. Aber da müsste man schauen, ob das auch noch gegen CPU geht. Ja gut, der Weg konnte man ja auch Tag Team spielen. Ja, aber nur gegen Menschen. Nur das eine Mal und dann haben sie es umgestellt. Wenn du dich erinnerst. Hey, nur gegen Menschen. Sonst würde ich mir das, glaube ich, noch immer holen. Aber das war schon auch cool. Oh ja, die Turniere, was wir da gespielt haben. Ich meine, so kann man halt nur Einzelturniere machen. Also eins gegen eins. Nur wir gegeneinander. Ja, das ist, aber ich finde, das ist dann schnell Lust raus, finde ich. Ja. Also haben wir doch gehabt. Was haben wir gehabt? Leider. An Ende Bang und so, da haben wir ja. Royal Rumble? Genau, haben wir auch gehabt, ja. Ich fand, dass das. Royal Rumble, was du nicht pinnen tust, sondern. Also, was du nicht über die Seile schmeißt, sondern wo du pinnen musst. Ja. Wir haben ja da richtig so. Mit WWE Champion und so gespielt, mit Punkte und so. Mhm. Ich erinnern kann, da haben wir, glaube ich, 6-7 Matches gemacht, da dann die meisten Punkte. Genau. Warte. Sowas vermisse ich halt auch wieder. Genau, das ist. Würde sowas geben, wäre ich auch sofort wieder dabei. Egal jetzt welches Wrestling gespielt, kennen die meisten. Ja. Ja, ich habe zufällig letztens habe ich erst mal das Wrestling gesehen. Wie? Wo kann man das sehen? Pro7 Max. Echt? Ja, hab ich schon ewig. Okay. Ich glaube, die AEW kann man auch irgendwo sehen. Weiß ich nicht. Aber Pro7 Max, das habe schon, wie ich früher noch aktiv geschaut, aber habe ich dort immer geschaut. Aber Pro7 Max, ist das Free TV? Habe ich keine Ahnung jetzt. Aber dieses AEW, das reizt mich über, bist du deppert. Da warte ich vielleicht noch, bis es ein bisschen billiger ist und dann. Bei WWE bin ich dauernd eingefahren die letzten Jahre, da hole ich mir dabei keins mehr. Aber das ist. Das alles letzte hast du doch eh viel gespielt, oder? Habe ich die Karriere da sogar gespielt? Karriere nicht, sondern diesen einen. Da hat es einen speziellen Modus gegeben, neu. Und das ist nicht gefallen, oder was? Den habe ich dann auch irgendwann aufgehört. Okay. Kein Problem. Dass du mit diesen Karten gehabt hast, das war ein bisschen Manager-Modus. Ah, das Ultimate Team quasi, so ähnlich. So ähnlich, ja. Ja, ich weiß schon. Von der Idee her cool, aber ich weiß nicht, wieso ich da nicht dabei geblieben bin. Ich hätte mir ja fast im Urlaub Tennis gekauft. Echt? Welches? World Tour, glaube ich, heißt das. Eins oder zwei? Keine Ahnung. Wahrscheinlich das zweite, wenn es zwei gibt. Neues World. Das habe ich mir auch schon urlang überlegt. Tennis habe ich das letzte Mal gespielt auf der PSP. PSP, ich auch, ja. Da haben wir mal gegeneinander gespielt, kann mich auch erinnern. Eishockey möchte ich mal auch irgendwann wieder mal holen. Und weißt du, was mich auch einmal reizen wird? NBA. Das muss ich auch mal probieren. Habe ich noch immer nicht probiert.
Aber dieses AEW-Match, ja, das ist so herrlich überzogen, dass du Barbed Wire-Match oder Inferno-Match oder solche überzogenen Sachen, ja. Also nicht so, man schon noch 0815, aber. Ich weiß schon. Also, ich fand das halt damals wirklich cool, weil wir haben uns da immer 6 Wrestler, glaube ich, ausgesucht. Also, 2 waren wir selber, haben uns da erstellt. Ja. Und 4 andere, und dann haben wir immer so gespielt. Fand ich halt cool, weil da haben wir wirklich jeden durchgehabt immer dann. Und auch wie wir dann gemeinsam gegen. Genau, wir haben dann Tag Team Champions auch dann gemacht. Ja. Und dass sie das rausgenommen haben, das finde ich uncool. Dass du quasi gegen Offline-Spieler quasi spielen kannst. Vielleicht war das nicht so populär. Vielleicht. Eben dann dafür der Aufwand zu groß oder so, keine Ahnung. Gut, letzte Reihe. Letzte Reihe. Wie war gestern LKW fahren? Ja, ich sag, das Spiel ist echt geil, ja. Aber, entschuldige. Boah. Aber es ist irgendwie doch eintönig. Ja, eintönig ist es, du fährst nur im LKW. Genau. Und da nur Autobahn und alles. Ja. Also viele Städte habe ich bis jetzt nicht gesehen. Drum, es ist cool, ich möchte es weiterspielen, aber ich schaffe es nicht, 2 Stunden am Stück zu spielen. Und dann will er mit mir eine lange Reise machen. Na gut, mit dir ist das dann was anderes. Aber zum Beispiel die Fahrt von Ostrov oder was das war nach Warschau, die war cool. Und ich habe jedes Mal in diesen verfickten Ostblockländern gezahlt, weil ich das Licht vergessen habe. Vielleicht ist es eh auch dort. Ich weiß nicht, in welchen Ländern ist Licht auch am Tag. Ungarn musst du Licht fahren. Ne, dann war es Ungarn, ich merke mir das nicht. Jetzt war da extra noch eine Runde. So. Passt, dann tun wir wieder Zeit. Ich glaube, da hinten liegt noch was, oder ist das nicht mehr unseres? Ah nein. Ja, wenn ich in meinen LKW fahre, lasse ich das Licht immer angeschalten eigentlich. Ich muss immer manuell anschalten. Ja, weil du immer einen LKW wechselst. Da habe ich mir dann auch überlegt, da werde ich dann wirklich leisten. Nein, ich habe jetzt einen zweiten Händler entdeckt, doch. Muss ich dann auch erst schauen. Aber wie gesagt, so ist es cool. Aber das ist AEW, möchte ich mir fix holen einmal. Das ist eben neu, es ist mit neuen Wrestlern, es ist, weil ich verfolge das eigentlich fast. Hey, wenn du es auch verfolgst, dann. Da ist der Hype mehr da, weißt du, wie ich meine? Weil da ist auch Sting dabei zum Beispiel oder andere geile Wrestler von früher. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht, aber es ist ein Traktor im Angebot. Ich habe jetzt nicht geschaut, welches, ich habe nur gesehen, den schon dir. Ich schau gleich nochmal, ich will voll kriegen. Der hat halt nur 100, quasi 175 PS nur. Reicht ja, schon mehr als was wir haben. Ja, 48.000. Aber ist der die jetzt verkaufen, obwohl die noch nicht sind? Also gut, der dann ist ja ganz hinten erst. Ja, der ist ja erst ganz hinten. Das dauert eh noch. Ist der jetzt 17 Monate, Alter? Gut, das heißt, da müssen wir die Zeit hochdrehen. Geht sich hier nicht aus.
Dass sie fertig geehrt sind, meinst du? Mhm. Im Jänner, was jetzt sinkt an der Preis? Was ist im Jänner jetzt 3,44? Das später, wenn wir dann wirklich nicht kein Geld-Dings brauchen, müssen wir immer ein bisschen erlassen. Ich meine, der Lizard kostet 59 aus der Neue, den ich da holen wollte. Ja, wie du willst. Ist wurscht. Wie du magst. Mir ist wurscht, du darfst auch so. Weil ich soll sagen, wenn das Angebot ist. Mhm. Okay, okay. Auskennen. Haben die schon? 60-65% ist. Kaufen wird sich ausgehen, aber sagt wird sich nicht. Na, da wären nur die ersten fertig, eventuell. Eine Fuhre mit 24 Stück, aber es wird nicht reichen. Na, ist schon weg. So, 16. 380 PS. Ja, viel zu teuer. Naja, viel. Mal abmen. Aber bis dann ist das Angebot weg. Naja. Die ersten könnten aber trotzdem dort in der Gegend abladen. Die müssten sich eigentlich da schön auskennen daneben. Was? Und mit dieser Ballenmaschine könnten müssten sie mal abladen. Mal Erzern. Ja, aber ich meine, dass wir sie neben der Ladestation abladen können, wenn wir es eh so, so schlicht abladen können. Ja. Und nicht so weit hinten. Ich meine, jetzt zu verkaufen. Jetzt müssen wir bald gekehrt werden. Die sind fertig. Die sind fertig. Ich würde sagen, die sind fertig. Achso, na dann. Wollen wir uns die Zeit wieder runterstellen. Alles hast du schon. Hoppala, war noch nicht voll. Bitte? War noch nicht voll, ich dachte, er war schon voll. Nein. Einer geht noch.
Boah. Ich treffe die anderen mal rüber. Alter, okay. Geht nicht einfach. Ich sage mal, drei rein gehen sich da fix nebeneinander aus. Da daneben. Ja, ich weiß schon. Ja, ja, das habe ich nicht gedacht. Nein, eh nicht. War jetzt keine Kritik oder so. Nein, nein, ich weiß schon. Von rechts gehen welche, links gehen welche. Ja. Hoppe. Ich werf's einmal hin. Oder? Komm, das war's. 114.000. Wo jetzt den Anball noch von da? Ah, da ist noch einer. Ja, dieser kleine noch von. Ist dann. Na gut, dann entscheiden wir uns hier fürs Team. Wie ist er denn? Wie gesagt, kannst du aber nehmen, was du willst. Wir fahren den länger, also wenn, was weißt du, das bringt nichts, wenn er dir vielleicht gar nicht so gefällt und. Der gefallen tut er mir schon, der Oldtimer. Weißt du, was ich meine halt? Ja, ja. Auf den kann man aber nichts vorne geben, oder? Nein. Und wie gesagt, wenn wir vorne was drauf geben sollen jetzt. Ja, wenn du willst. Oder fahren, ob du auch mit dem B willst oder nicht. Eigentlich schon noch. Was sagst du zum John Deere 7030 um 110.000? Kompakt. Mal. Groß? Mittel. Mittel. Entschuldige, Mitteltraktor.
Ziemlich weit hinten. Ist im Modi. 70, 30 hast du gesagt, oder? Ja. Nur 12, ja. Ich meine, der ist jetzt noch nicht aufgepimpt. Aber hat einmal so 140 PS. 190. Wahrscheinlich einen anderen. Ah ja, warum hat er dann da? Ah ne, 190, Entschuldige, habe ich mich verschaut. Ja, 12.500 kannst du nehmen, ja. Warum nicht? Frontlader dazu um 1500. Sind wir bei 111.500. Aber Frontlader brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nein? Wir haben eh nichts zum Stapeln dabei. Okay, stimmt. Frontrotorlag würde ich halt drauf machen, wenn du was ziehen willst. Fronthydraulik, wo habe ich das? Können wir jetzt umgekehrt machen, du nimmst dich, press. Du meinst da Gewicht draufhängen oder was? Kein Gewicht! Weil also wenn du Gewicht hast, dann hast du ja vor nichts ja. Dran. Gut, da sind wir jetzt bei 112.500. Wie soll ich irgendeinen Traktor dann verkaufen stattdessen oder? Lass mal alle dabei mal. Ja. Welchen willst du verkaufen? Bringen eh fast alle nix. Ja, stimmt. Könntest du nur schauen, kannst du den Ballenzähler zurücksetzen, dass bei dir geht? X. Geht bei dir auch nicht, oder? Nein. Okay. Sorry. Ach schon. Dir, Johnny, dir, Johnny, dir. Traktor liegt. Das kann natürlich sein. Boah. Nicht am Traktor. Das ist ein bisschen schade, aber kann man nichts machen. Ich also war keine Modmaschine. Nein, ich weiß nicht, irgendwas hängt da. Und okay, Schwaderablage ist eh passt. So, Ballen. Hammer auch. Das heißt, jetzt ist wurscht, von wo ich anfange. Ist wurscht. Normalerweise ist es STRGX. Genau, bestellt bei mir auch. Stepper, Alter, was hat denn da raus? Sind wir vor lauter Rauch nix, Alter. Passt. Schafft, oder was? Ja. Wir haben einfach eine Steuerung geändert. Irgendwie hat er das vielleicht mit dem Auf- und Zuklappen dann nicht so ganz kapiert. Ah, okay. Ja. Schön, dass du mähst, aber das Gras ist noch gar nicht gewachsen. Alter, ich dachte, wir können schon was. Ich hab nicht gesagt, dass wir schon können. Du hast gemeint, jetzt kann ich gleich einmal mähen. Ja, eh, wenn's gewachsen ist. Okay. Wir haben ja nur die Ballen verkauft, deswegen haben wir gestoppt.
Sorry. Macht nichts, bis jetzt auch als auf für mich. Na gut, dann warten wir halt. Weiter. Da war ich jetzt schon voller Euphorie. Das ist ja gut. Wie beschädige ich einen Traktor? Bitte? Geht jetzt schon? Jetzt haben Blameln an der Wiesen. Und wenn Blameln auf der Wiesen sind, dann kommen die Bienen. Fahren. Schau, macht er da noch einen extra Haufen her. Ich glaube, du bist schneller. Da habe ich auch weniger PS dranhängen. Boah. Hast du eh schon probiert? Schon gemacht, ja. So. So, jetzt ist hoffentlich überall auf Draht. Dann fährst du drauf? 10. Resi, ich hole dich mit dem Traktor.